Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute ist der Duo Cash Cup das Finale. Super viele geile Duos im Finale dabei. Ich habe ja die Opens mitgespielt, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, vielleicht habe ich ein bisschen Liebe zurückgefunden ins Game, in die Turniere. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken uns natürlich die besten Spieler und die besten Spielerinnen an, drücken und die Deutschsprachen wieder die Daumen. Mr. Savage auch unter anderem mit einem neuen Duo mit dabei, mit iDrop. Bin ich sehr gespannt drauf, wie die performen werden. 2.500 Dollar für den ersten Platz, Chat. Selbst die Top 10 kriegt noch ungefähr 1.000 Dollar. Und dann die Top 40, also fast alle, die qualifiziert sind, kriegen hier Preisgeld. No. Vergesst bitte nicht, den Creator-Code Amar gerne einzutragen. Alle 2 Wochen neu, auch wenn ihr euch nichts kauft, gerne eintragen. Ist ein nicer Support, freue ich mich immer sehr drüber. Die Dragon Ball Skins kamen unglaublich gut bei euch an. Deswegen, ganz viel Spaß mit den Highlights und Abfahrt. Ist schon 2. Runde. Ach, stimmt. Ja, wir hatten, Digga, hier die ganze Innenstadt war abgesperrt, Chat. Es tut mir extremst leid. Wir haben einen ersten Platz bis jetzt, Chat. Und das ist Vadial mit Yannis. Unsere FNCS-Sieger. Das ist doch auch einfach krass, dass sie direkt in dem nächsten Duo Cash Cup, direkt nach der ersten Runde, erster Platz sind mit dem ersten Win. Erstmal, Chat, gehen wir hier ins Late Game. Wir bleiben erstmal auf meinem... Ist das noch mein Sohn? Natürlich ist das noch mein Sohn, Chat. Ich war ein bisschen mad gestern. Ich bin heute gar nicht mehr mad. Ich freue mich sehr für ihn, wenn er hier nochmal Preisgeld mitnimmt. Es ist am Ende des Tages Familie, Chat. Blut ist dicker als Wasser, sage ich immer wieder. So, Abfahrt ins Late Game. Oh, Vadial, gut. Was? Yannis ist auf dem Highground? Und Vadial geht für den Key. Chat, Vadial geht für den W-Key und Yannis ist down aus dem Highground. Was auch immer da passiert ist, aber Goodman hat ihn sich geholt. Warte mal, kriegt er den Rest durch? Nein, er kriegt den Rest nicht durch und Vadial mit 3 HP geht down. Es ist unlucky. Tayson und Chapix auch unter anderem noch alive. Das sind ja auch 2 Kandidaten, die meistens sehr gut fürs Late Game irgendwie für gute Kills am Start sind. Oh, das war ein nicer Kill. Das war ein nicer Kill, ich sag ja. So im Late Game Tayson, Chapix gerne mal zuschauen, weil die Jungs W-Keyen halt auch wirklich sehr, sehr viel. Und guckt euch diese Rotation an. Es sieht bei denen so aus, als würde nichts laggen. Alter, Top 14, Chat. Top 14, sie gehen rein. Ist das ADN? Es ist ADN, Chat. ADN mit dem Shit on. Oh, er wurde runtereditiert. Tayson, Tayson, keine Mats, 18 HP. Splasht sich 2-mal, nimmt die 2 Mats noch mit. Nimmt das Medkit noch mit? Nevermind, es ist Ananas direkt neben ihm und Tayson geht down. Wer ist noch alive? Ananas ist down durch die Zone. Thomas AD ist auch down. Sati und Kami, die beiden Polen auf den Highground. Digga, die haben zu viele Meds. Ja, das ist der Sieg. Chat, das ist der Sieg. Sati und Kami muss der Sieg sein. 2v2v2? Alter, wer ist denn das andere Duo? Smooth, Kami, Tini, Vanyak. Und jetzt ist es eine 2v1-Situation, Chat. 2v2v1-Situation. Und es ist Vanyak. So, Vanyak geht aber down. Ja, Tini down. Und Smooth kann er natürlich auch nichts machen. Und guckt euch das an. 83 Punkte. Kami der Pole mit 7 Killwin. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen, by the way. Rotiert über Vico. Hinter ihm direkt der Gegner. Rotiert super, rotiert super. 700 Mets noch für Vadial. Zeig mal her, Junge. Guckt euch das an. Digga, er riecht es sofort, dass die low sind. Oh, und jetzt ist es hinter ihm. Und guck mal, wie schnell er das macht. Guck mal, wie schnell er das macht, Chat. Digga, die ganzen Gegner direkt neben ihn. Unser FNCS-Sieger. Reason Dead. Top 20. Er klatscht alleine schon Top 20 rein. Pinguk und Ananas auf den Highground, by the way. Der 45er Schuss ist es nicht. Wir gehen rüber zu Vico. Wir gehen rüber zu Vico. Der wird hier gedoublekeyed. Hat noch 80 HP. Von allen Seiten kommen sie. Von allen Seiten kommen sie. Aber keiner will ihn wirklich haben. Doch, alle wollen ihn haben. Und Vico. So klein und quirlig wie er ist, kommt dort raus aus der Situation. Was ist das denn, Chat? Er kommt dort raus aus dieser Box. Wie geht das? Schade. Top 7 holt er noch raus. Und kam in der Pole mit 116 Punkten gerade auf der 1, Chat. Und die Zone pullt ganz, 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 ganz weit. Er versucht jetzt noch irgendwie einen Placement-Punkt mitzunehmen. Schafft es aber wahrscheinlich nicht. Nee, geht nicht. Und Ananas und Pinguk auf den Highground, Chat. Es ist die Top-5-Situation. 8 Leute noch alive. Und Tayson und Chapix. Jetzt auch nach der Runde über 100 Punkte wahrscheinlich. Keine Mets mehr. Direkt an ihm. Direkt an ihm. Sein altes Duo. Thomas HG. Thomas HG. Und Thomas HG. Mit dem Kill. Aber Chapix ist noch alive. Versucht das Ding hier noch zu klatschen im Lowground. Hat hier 2 Splashies gefunden. Chapix muss jetzt hier in die Zone reinkommen. Er hat noch 80 Mets. Wird ausgebaut hier von Ananas. Ananas. Ananas mit dem Ausbauer. Warte mal. Tini Bambini? Im 1v2 gegen Ananas?
Die haben keine Mats. Die haben zero Mats, Chat. What? Warte mal. Da brat mir doch einer einen Storch. Die werden 1v2'd, ich fass es nicht. Die werden 1v2'd. Und Tini mit einem 11-Kill-Win? Reason auch mit einem Kill. Janis auch mit einem Kill. Digga, die holen sich Taysen. Komm schon, Malibuka. Komm schon, Meister. Zeig mal her jetzt, 99 Punkte. Guck mal, war Dialis One-Shot? Janis ist Full-Shield. Oh. Alter, hat der ein Glück, dass der keinen Fallschaden kassiert. What? Der fällt ins Wasser. Elf Kills. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Ich bleibe auf Meister. Wir machen weiter, Chat. Wir bleiben auf Meister. Digga. Also was eine gottesfürchtige Rotation hier von den Jungs. Meerstouch macht echt aus der Lobby ein bisschen weniger Stats, Chat. Real Talk. Vico down. Vico down. Vico gefinished. Digga, die können hier einfach die alten Builds langlaufen. Heilige Scheiße. Vadial mit einem Kill auf Trippern. Boah, das ist gerade sweaty. Das ist gerade richtig sweaty. Keine Splasher mehr. Aber Hände. Keine Splasher, aber Hände, Chat. 37 HP. Mr. Savage auf den Highground. Mr. Savage auf den High. Reason alleine. Janis und Vadial beide One-Shot. Wir switchen mal direkt rüber. 4 Kills haben sie schon, Chat. 128 Punkte. Keine Mats mehr. Wobei, Janis hat noch Mats. Reason solo alive. Top 8. Eigentlich gilt ja immer der Merksatz. Wenn beide Söhne alive sind, muss einer choken. Diese Runde nicht. Vadial mit einem Kill. Vadial mit einem Kill, Chat. Es ist doch Gronkh. Was passiert hier bitte? Malibuka über die Außen. Die haben keine Minis. Die haben die ganze Zeit keine Minis. Reason dead. Nein. Ach du Scheiße. Was waren die da? 30 HP war die All. 20 HP war die All. Dead. Janis 7 HP. Dead. Schade. Digga, Malibuka ist noch alive. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Und Mr. Savage auch noch am Leben. Mit dem Highground. Hydro noch alive, Chat. What? Nein! Gewinn das bitte nicht! Bitte gewinn das nicht! Das kannst du nicht gewinnen! Er darf das nicht gewinnen. Das darf er nicht gewinnen. Was zur Hölle? 1v2 jetzt. Hydro und Belusi gegen Malibuka im Solo. Einmal kurz zurückspulen. Was haben sie da mit Mr. Savage gemacht? Das würde ich gerne sehen. Digga, Belusi auch mit 4 Kills. Boom, One Pump. Boom, nächster One Pump. Doppelshit on. Und danach war es nur noch chillen. Danach war es nur noch chillen. Einfach nach oben gucken. Fertig. Easy. Okay. Fünfte Runde Late Game. Jetzt hier von... Vedil und Janis auf den Highground. 32 Leute noch alive. Und es kann jetzt spannend werden, Chat. Holen sie sich einen Refresh. Dann könnte das vielleicht schon in die Entscheidung sein. Boah, ich fass es nicht. Schöner Achterhit jetzt von Vadial. Wenig AR für die Jungs. Aber sie haben insgesamt 11 Splashies, Chat. 11. Malibuka wieder mit einem Doppelkill. Also Malibuka und Meerstouch. Die rasten hier aber auch heute richtig aus, Chat, ne? By the way. Und jetzt müssen sie für den Double Key gehen. Geh rein da in den Double Key. Vadial. Vadial und Janis. Die werden wahrscheinlich von hinten geholt. Ich habe die Steps hinter denen geholt. Gehört. Er muss reingehen. Und er ist drinne. Er ist drinne, Chat. Oh, schade. Boah, aber das ist auch krass, ne? Guckt euch das mal an. Keiner contestet sie auf den Highground, weil sie einfach so unglaublich gut aussehen sind. Oh, scheiße! Wie macht er das denn? Top 7. Ja, es ist krank. Oh nein. Und es ist Kami. Es ist Kami. Was? Warte, alle in die Zone mit dir. Schnell da. Sei schnell. Oh! Top 4. Top 4 für Vadial. Und jetzt droppen die Waffe. Nice. Top 3. Und das sind fast alle Solos, Chat. Oh mein Gott, was passiert hier? Es sind alle Solos. Und schon wieder. Es ist der Vadial Classic, Chat. Es ist der Vadial Classic. Immer wieder down gehen an der Zone.
Jerky mit 9 Kills, zweiter Platz. Und Thomas und Trippern, die waren gerade gefährlich und jetzt sind sie sogar brandheiß gefährlich. Scheiße. Aber er hat die Zone, Chat. Das darf man nicht underestimaten. Oh, scheiße. Er hat die Zone, aber er schluckt den One-Pomp. Und Vadeyal und Yannis brauchen nur noch 7 Punkte. Und dann sind sie punktgleich. Aber sie sind unter Storm Surge. Wenn sie jetzt einfach nur reinkommen in die Zone. Nein, was machen die da? Nein, warte mal. Nein, warte mal. Yannis! Und da kriege ich ein Lächeln auf die Lippen. 1000 Mets für Vadeyal und Yannis. Sie holen sich den High Ground und sie brauchen nur noch 2 Punkte. Dann haben sie die Punktgleichheit. Holen sie sich 2 Punkte, Chat, ist das so gut wie over, das Ding. Dann ist es durch. Und dann gewinnen sie nicht nur FNCS, sondern direkt auch noch den nächsten Duo Cash Cup hinterher. Die haben insgesamt 13 Splashies? Das ist respektlos. Das ist respektlos, Chat. Und ich sehe euren Belief. 1 Punkt brauchen sie noch. Dann ist die Punktgleichheit da. Aber Trippern und Thomas HD auch noch alive. Trippern und Thomas HD. Achtet auf den Killfeed, Chat. Achtet auf den Killfeed für Thomas und Trippern. So, punktgleich. 1 Punkt und dann sind sie so gut wie Sieger. Vico und Yikes. Vico und Reason, by the way. Vico und Reason. Die sind drin. Lucia mit einem Kill. Und sie sind damit gerade erster Platz. Jetzt gerade erster Platz, Chat. Thomas und Trippern aber immer noch sehr gefährlich. Bofink jetzt hier, One-Shot. Und Yannis macht das gut. Er hat nur noch 40 Mets. Nur noch 40 Mets für Yannis. Vadeyal versucht jetzt hier direkt auf den Heidegrund zu gehen. Da sind die Mets. Da sind die Mets, die sie brauchen. Macht er gut? Macht er sehr gut. Reason Kill. Und es sind 20 Punkte Unterschied, Chat. 20 Punkte Unterschied zwischen dem ersten und dem dritten Platz. Scheiße, wird das spannend. Vico dead. Vico komplett gefinished worden. Vico dead, Vico gefinished. Ja, das war's. This is over. Ich lehne mich nicht zu viel zurück, wenn ich jetzt sagen würde, dass sie dieses Ding gewonnen haben. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Oh, wobei? Malibu kann mehr Touch? Das sind die einzigen, die jetzt hier nochmal richtig Gas geben können. Yannis wieder mit... Ja, das ist over. Chat. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Reason dead. Top 6. Warte mal, die sind alle noch alive. Die komplette Top 3 ist alive. War die all dead? Warte mal. Ey, warte mal. Jetzt wird's doch nochmal ein bisschen eng. Da fangen sie an zu rechnen jetzt. Yannis dead! Das ist respektlos. Das ist respektlos. Die Psychopathen gewinnen das Ding. Mersatz und Malibuka. FNCS zweiter. Vadeyal erster. Und jetzt genau andersherum? Wir gehen direkt in die Standings, Chat. Oh, ich laber Scheiße. Ich laber Scheiße. Das ist doch Quatschi. Quatschi mit Soße. Vendetta, Vendetta, Vendetta. Das sind die Ws. Das sind die Ws im Chat. Boah, hab ich gepopelt. Aber guter Run noch von Malibuka und Mersdutch. Da muss man auch mal Props aussprechen, Chat. Real Talk. Da muss man einmal Props aussprechen, was die hier gerade gerissen haben. Real Talk, das ist ja krass. Das ist ja krass. Das ist richtig krass. Thomas HD auf der 3. Tini komplett abgerutscht vom ersten Platz die ganze Zeit gehalten. Auf den vierten. Das ist respektlos. Kami auf der 5. Vanyak auf der 6. Veno auf der 7. Fractionated auf der 8. Reason noch auf die 9 gerutscht und Ananas und Pinguk auf der 10. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Chapix auf der 13. Wir müssen heute so schauen, weil die Standings sind gebuggt. Jerky würde ich sagen so Top 22. Gut gespielt von den Jungs. Muss man einfach sagen.